Herzlich willkommen hier zum Wetterfolge hier in Thüringen. Wir werden die Mission jetzt beginnen auf Feld 44 und 44. Dann kurz berechnen. Eben gerade gegen Wachstum durch. Das heißt, mal schauen, was funktioniert. Wir sind früh. Nicht Fahrzeug. Nummer neu, 1. Bei den kleinen Feldern reicht ein Fahrzeug aus beim Düngen. So. Gut, dann macht er schon mal. Gehen wir gleich zum zweiten Fahrzeug. Das ist ja Feld 44. Dann machen wir das gleiche. Kursgenerierung. Aber ein Fahrzeug. Zwei Fahrgewände und immer mal sehen, was für Felder noch in der Nähe sind. Da kann man entsprechend nochmal zuschlagen. 46 oder 30, 31. Ist zwar nicht in der Nähe, aber grob gesehen. Und einstellen. So, eigene Feld, wie gesagt, auch. Hätte ich nur aussteigen brauchen. Dann müssen wir die Kühe mal putzen. Ja, die Nacht brachte ein bisschen Geld, ne? Aber nicht viel, 50.000. Ich habe die Nacht einfach so durchgeschlafen, ne? Ohne in der Aufnahme zu haben. Da ist ja keine Spannung vorhanden. Also sehe die Hand vor Augen nicht. Also unser Getreide ist schon gewachsen. Wachstum bei, keine Ahnung, gedüngt ist 66%. Wir werden mal schauen, langsam Feld 47 macht und Feld 42. Da könnte der dann gleich rüber, sobald er hier fertig ist, ne? Weil auf dem eigenen Feld wird nur mit Pflegebereifung gefahren. Die anderen, das geht. Auch ohne, zur Not. Zwei. Ne? Mit zwei Fahrzeugen ist das nichts. Da macht man nur die Hälfte fertig. Ich hätte schon gern zwei Vorgewände bauen. Beim Wenden ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist mir lieber. Weil hier hat er gerade schön mit den Bäumen zu tun. Ne? So. Einstellen. Gut, Tiere. Das heißt, putzen. Putzen ist halt erstmal A und O. Und da wollte ich mal gucken auf 47 und 42, ob das was geht. Normalerweise ja. Und was habe ich da überhaupt auch gesehen? Ne? Ich glaube, mit Sojabad nicht. Was ist spät, ne? Raps ist spät. Muss ja alle fast blühen, ne? Jo, erntereif. Das wäre ein Ding. Ist gepflanzt. Noch nicht gewachsen. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Braucht man das Beste, ne? Oh, liegt noch Schnee. Der taut hier sehr langsam. Ich glaube, geht meiner Wachstumsstufen. Wenn man recht hoch hat, dann hält es recht lange. So. Wir wollen putzen, das heißt erstmal. So Scheißchen geben mich viel Mist.
Sind ja auch nicht so viele, ne? Hier ist mehr drin. Die sind schön voll. Geh mal gleich Wasser. Moin. Geh mal gleich Wasser und wir haben Durst. Moin Kuh. Moin Kuh. Von mir haben sie keine Namen, das sind so viele. Hänger ist voll. Ob es wieder Kälber gab? Ja, 8 Stück. Okay. Wegen 8 fahren wir jetzt aber nicht los. Wir werden jetzt Futter und Stroh geben. Und putzen aber zuerst. Dann nehmen wir hier unseren Futterbeschwagen. Der macht zwar nicht 100% sauber, aber immerhin, ne? Können die Silage verwenden. So. Machen wir ein Licht. Ja, heute Abend ist Livestream, nicht vergessen. Wer da sein möchte, ist gerne gesehen. Und wer Zeit hat, holt, ne? Wer keine Zeit hat, dann muss es auch ohne gehen, ne? Ist ja halt so, ne? Solange ich diese Frühschicht habe, so kann ich weiter immer um 18 Uhr beginnen. Wenn ich mal irgendwann wieder Spätschicht haben werde, es kann sein, dass es ein bisschen im Herbst so ist. Und dann ist es dann wieder so, dass wir im Prinzip 2937 rausholen. Dann haben wir wieder später Livestream, ne? Dann fällt 7 2D aber glaube ich doch eher aus, ne? Also und da ist ja keine hohe Nachfrage nach, ne? Also so zeigt man es nicht. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke mal, viele haben ihr ja wohl schon schauen. Dann finde es als neue immer ganz schwer, neue Zuschauer, ne? Konkurrenz schläft nicht, sag ich mal so, ne? Aber das macht ja nichts, ich mache es ja für mich und nicht für alle anderen, sag mal so, ne? Also in erster Linie für mich. Und ich würde so oder so spielen, sag mal so. Und aber es ist schön, wenn jemand zuschaut, ne, und mal kommentiert, Tipps gibt oder Ratschläge, immer gerne gesehen. So, das wäre sauber. Können wir den ausmachen. Okay, wenn der kracht, dann hauen wir eine BGH rein, ne. Ist ja nicht viel, aber dann ist verwertet. Und ich kann die Unkosten decken, ne? Bin ja hinter Rahmen, ne? So. Fahren wir Richtung Kuhstall. Haben wir noch Gas drin hier? Jo. So, dann wir sehen, Futter kriegen und dann müssen wir sehen, noch ein, zwei Ladungen. Müssten wir gleich zum Sägewerk pushen und da mal gucken. Dass wir da den LKW nehmen. Ein paar Ballen aufladen oder den Traktor, geht auch. Ich glaube, Stroh. Diese Strohballen, die wir haben, in die Futtermischfabrik rein donnern, ne? Aber erstmal sehen, dass wir die Balken wegkriegen.
Oh, die sind gerade wie voll. Da liegen wir nur drei Stück. Ah, 500 Liter und da sind das meistens schon wieder voll. Dann seid doch. Mit dem LKW geht zwar auch, aber das Problem ist, ups, dass beim LKW der lädt immer auf bei 20%. Das finde ich irgendwie nicht blöd, aber ungünstig, ne? Weil bei 20%. Da wollen wir ja fünfmal laufen, einmal, ne? Aber ich laufe nur einmal jetzt. Das muss man mit dem LKW machen. Das ist so nicht geplant. Nehmen wir an, du. Ja, rein optisch gesehen arbeite ich jetzt, ne? So, was wollte ich jetzt? Stroh. Ich wollte Stroh reinfahren. In die Futterbeschaffung. Und zwar mit dem Traktor und den kleinen Anhänger hier. Da können wir rückwärts reinstoßen und in eine Halle reinfahren. Und dann nimmt auch Stroh. Zum Seasonsballen, nee, nicht Seasons, Strohballen von Strohballen and Add-on. Das sind die großen. Ein bisschen ungünstig, also es geht auch, aber es, wenn du gemischt machst mit einem anderen Strohball, dann ist es ungünstig. Aber mit Aufladen musst du mal eine Sorte haben. Das mögen die sonst nicht, die Autolog-Dinger. Entweder oder, ne? Sind wir da eingefahren? Nein, auf jeden Fall. Oder raus? Wir haben eine Ballengabel, eine Palettengabel, keine. Vielleicht damit spießen wir nichts auf. Müssen halbwegs vorne ankommen. Da ist so ein kleiner bei. Schieben raus. So. Mal gucken. Da. Hinten. F1. Also Umstand auf. Große Ballen. Normale Paletten. Bretter. Paletten. Baderballen. Hat er nicht genommen. Zu Ende. Achso, Quaderballen, okay. Wir haben ja nicht. Rundballen, 1, 3, 80. Einen kann man mitnehmen, ne? Voll. Jetzt rauskommen. Der Bruder ist so fett. Ballen. Nehmen wir mit. Dann nehmen wir den anderen mit hin, den kleinen. Upp, will er nicht auf. Ich weiß auch nicht warum. Zur Zeit komme ich ohne aus.
So, gleich mal den Ballen hier reinquetschen. So. Voller Stroh. So. Jetzt mal hier mal den Max wegmachen hier vom Cosplay. Jetzt mal schauen, dass wir das abgesammelt bekommen, ne? Und zwar. Und drinne. Haben wir noch Luft? Stroh. Können auch eine Fuhre fahren. Ja, wir haben den dritten Tag. Mittlerweile ist auch der Erdboden warm geworden, ne? Plus 6 Grad. Mal schauen, ob auf unserem Feld auch schon gewachsen ist, ne? Da 47. Weiß ich nicht genau. So, auch bis vorne ran. Oh, dann sehe ich bei nichts. Da sind auch kleine Ballen bei, ne? Aber gut, ich nehme mal die großen immer, ne? So, das ist nur einer. Da sind viele kleine Ballen bei. Wenn mal einmal gelegen hat, die den nach vorne wollte mitnehmen. Das sind 10.000. Das habe ich ja über anderen Dings hier im Mod eingestellt. Bald mit 10.000. Das macht es leichter. Wenn man die. Man muss nicht so oft fahren, ne? Fährt man nur halt. Ja. Einmal statt 2,4 oder so. Das geht bis 20.000. Wollte aber nicht übertreiben. So, fahren wir mal zurück. Jetzt haben wir den Rest einladen. So. Alle genommen, das ist gut. Jetzt können wir das mal abstellen und können gleich mal Futter fahren für die Tiere und dann Heu und die Lage. So. Da rennt der Hintern. Oh! Die Folge ist zu Ende. So, die Schauer. Futter machen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal tschüss. Das ist mir gewinkel. Schönen Dank fürs Reinschauen. Noch eine Erinnerung: heute Abend Livestream. Freitag, ne? 18 Uhr ungefähr. Ihr seid mal tschüss, ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.